Und da ich immer noch lustig drauf bin, machen wir einfach gleich mal ein bisschen weiter. Ich meine, irgendwie bin ich ein fauler Hund. Weil ich mache immer so hin und her und hin und her so. Und brauche immer extrem lange, bis ich denn mal an... Oh, aggressives Wildschwein. Ja, das glaube ich gerne, dass sie aggressiv sind. Die sind wirklich... Und dann brauche ich immer so lange, bis ich mal wieder anfange, was aufzunehmen. Und wenn ich dann anfange, was ist jetzt los? Dann höre ich nicht mehr auf. Ja, gut, okay. Gehen wir doch mal mitten hinein. Das sieht irgendwie ganz cool aus jetzt. Ja, ich meine, bei Nacht sieht meistens sowieso alles cooler aus mit Licht so. Rebel. Mach hier keinen Ärger, Alles? klar? Ja, na klar. Womit denn? Womit denn? Ja, ich weiß auch nicht. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ja, da ist ja noch was zu erledigen. Ich finde die Rüstungen so komisch in Gothic 3. Die sind einfach nur riesig. Wenn du durch die hiesigen Wälder streifst, solltest du äußerst vorsichtig sein. Hat er Die gerade Orks haben geniest? überall ihre Speer in diesem Gebiet. Hat der gerade echt genießt? Wie geil war das denn? Erzähl mir etwas über diesen Ort. Du bist hier im größten Rebellenlager an der Küste. Das Wir Einzige. nennen es Redok. Viele königstreue Menschen, die noch nicht von den Orks versklavt wurden, verstecken sich hier. Ich kann nur für dich hoffen, dass du kein Spitzel der Orks bist. Sonst machen wir mit dir kurzen Prozess. Verstehe. Die Orks wissen nichts von diesem Rebellenlager. Wenn die Orks wüssten, dass wir uns hier verstecken, hätten sie uns bestimmt schon getötet. Naja, gut, okay. Ich meine, es ist ein Spiel, aber so toll ist das Versteck an sich jetzt eigentlich auch nicht. Erzähl mir mehr über euch, Rebellen. Wir sind die einzigen freien Menschen in Myrtana, die noch gegen die Orks kämpfen. Unser größtes Problem hier an der Küste sind die Ork-Patrouillen. Letzte Nacht sind sie uns schon gefährlich nahe gekommen. Warum sind die Patrouillen denn nur nachts unterwegs? Wo sind diese Ork-Patrouillen? Eine ständig wandernde Ork-Patrouille befindet sich momentan zwischen uns und Ardea. Die zweite hat sich im Osten auf einem Bauernhof zwischen uns und Kap Dun eingenistet. Wenn wir uns nicht bald darum kümmern, werden sie Redok auf kurz oder lang finden. Also zwischen Ardea und hier habe ich aber nichts gesehen. Was ist mit den Menschen, die für die Orks arbeiten? Die meisten von ihnen sind Sklaven. Es gibt aber auch menschliche Orksöldner. Sie dürfen sich in gewissen Grenzen frei unter den Orks bewegen. Ich kann nur hoffen, dass du dich nicht mit ihnen einlässt. Warum soll ich die Orksöldner meiden? Menschen, die mit unserem Feind paktieren, sind der Feind. Der Weg des Orksöldners ist einfach: ohne Freiheit und gegen unseren Gott Innos. Ich werde der Ork-Patrouille auf dem Bauernhof einen Besuch abstatten. Sei vorsichtig! Wenn sie dich für einen Rebellen halten, werden sie dich auseinandernehmen. Ich kümmere mich um die wandernde Ork-Patrouille. Na gut. Pass aber auf, dass sie unser Lager hier nicht finden. Ich komme aus Ardea. Wir haben die Orks aus dem Dorf getrieben. Rede mit Javier. Er weiß schon Bescheid. Einer unserer Späher hat das Ganze beobachtet. Javier ist unten in der Höhle. Was ich sehr witzig finde, wenn der Held hinter dem Feuer steht und die Kamera, also das Feuer zwischen dem Helden und der Kamera ist, dann wird er leiser von der Stimme her, weil da ist ja so eine Wand dazwischen. Zeig mir deine Waffe. Aha. Ja. Was haben wir denn hier? Gegenschaden 80, was? Ach, meins wird ja nicht angezeigt. Das ist ein bisschen dumm. Vor 16. Er niest wirklich. Hier, was geht denn da ab? 15.000? 16.000? Ich glaube, im normalen Spiel hat man gleich vorne in Ardea, direkt um die Ecke rum quasi in einem der Häuser, ein Flammenschwert oder irgendwas gefunden, was 16.000 wert war. Direkt am Anfang des Spiels. Das war total krank. Einfach schlecht. Und vor allen Dingen... Oh, Rüstungen. 190.000. Ja, das hättest du mir vorher sagen können. Ja, dann, warum hast du es denn nicht getan? Also, Rüstung auf jeden Fall. Nehmen wir auf jeden Fall irgendwas mit gleich. Ja. Ach, da fällt mir gerade ein, wo ich die Pfeile sehe. Ich stand irgendwo unten. Unter Kap Dun war das, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr. Da war ich in so einer Höhle drin, ne? Hä? Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Und da war dann so ein Drache drinne und ich stand da zwischen so zwei Säulen, zwischen so zwei Pfeilen und hab die ganze Zeit mit Pfeilen ihm behakt und er hat nichts gemacht. War echt ein Held.
Hellebarde der Menschen. Interessiert mich eigentlich nicht. Große Waffen, nö. Weg. Aha, nö, weg. Und Sense, also die abgenutzten Sachen behalten wir doch einfach erstmal. Vielleicht können wir es ja wieder richten. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Das brauchen wir alles nicht, oder? Nee, das brauchen wir alles nicht. Hat er die jetzt alle... ja, ich bin irgendwie hier sowieso ein besoffenes Kleinkind. Man muss eben auf. Gut, das kann auch weg. Also, alles Abgenutzte bleibt erstmal. Weil ich keine Ahnung habe, ob man das reparieren kann. Ja, ja, ja. So. Das ist toll. Ich dir vorher sagen können. Sturmrüstung sehen natürlich solide, sehen auch natürlich gutes Design aus. Ah. Ist das dein Ernst? Ein echter Krieger. 20.000 ist vielleicht. Das ist vielleicht immer noch ein bisschen viel, ne? Aber 1500 wäre natürlich schon deutlich cooler, ne? Kann ich die auch wieder für den gleichen Preis verkaufen? Ich glaube nämlich nicht, ne? Ja, aber irgendwas... Nein, nein, wir lassen das erstmal so. Goldausgleich, das ist schön. Ach so. Pass auf dich auf. Mach hier keinen Ärger, klar? Die chillen da so zusammen rum, als würden sie schon seit Ewigkeiten kennen. Sonnenkraut. Oh. Ja, ach so, was ich noch sagen wollte, was ich noch gar nicht getan habe. Es gibt ja drei Fraktionen. Warum sagt man eigentlich Fraktionen und im Englischen Factions? Das ist irgendwie... ja, und diese drei sind einmal die Orks, die Menschen, also die Rebellen, und die Söldner? Oder Nomaden, oder wie hießen die? Ich bin mir nicht sicher, also eigentlich muss ich sagen, ich würde jetzt eher so nach Gothic-Manier eher doch, sagen wir mal, den Königstreuen, glaube ich, hinterherlaufen, so Paladin-Style und sowas. Denke ich mal. Also würde ich jetzt potenziell sagen, eher Rebellen. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Ja, mit dem hier quatschen. Lass mich. Das stört die überhaupt nicht. Alles weg. Und ich erinnere mich noch sehr gut dran, dass ich irgendwo in eine Höhle reingegangen bin und auf einmal wurde der Bildschirm komplett dunkel. Das Spiel war so voller Fehler, das gibt's doch überhaupt nicht. Und dann habe ich in der Entfernung ein paar Leutchen abgeschossen, die sind hinten irgendwo rumgelaufen und haben mich auf dem Weg zu mir hin schon wieder vergessen und sind wieder zurückgelaufen. Also das sind echt schon Sachen, wo man nur staunen kann. Ja. Oder wie die Leute einfach in die Wand gelaufen sind. Einfach waren sie weg. Stark. Echt stark. Naja, okay, also das hier ist Jülo. Coole Wurzeln. Pff, wetten, dass oben drauf noch nicht mal große Bäume sind? Naja, gucken wir mal. Warum wächst Himmel! Nichts zum Abgreifen? Doof. Ah, komm. Erstmal lesen. Hier steht was über Alchemie. Yay. Plus 3, gleich 16. Nice. Die alte Truhe. Was wollte ich sagen? Egal. Was? Ach so. Ich bin etwas schreckhaft. Tut mir leid. Steh vor ihm. Was kann ich für dich tun? Wer bist du? Mein Name ist Sebastian. Ich bin der Alchemist hier in Reddock. Du trägst die Kleidung eines Feuermagiers. Vor dem Krieg war ich hoher Magier des Feuers. Es kam der Tag, an dem wir Feuermagier unsere Runenmagie verloren. Und kurz darauf war der Krieg vorbei. Die Robe ist alles, was mir von meiner Würde geblieben ist. Ja gut, wenn natürlich die Paladine auch Feuermagie und so eingesetzt haben, dann macht das schon Sinn, ne? Warum habt ihr Feuermagier die Magie verloren? Ich habe schon viele schlaflose Nächte hier verbracht, um diese Frage zu beantworten. Ich weiß nur, dass wir den Orks ohne die Runenmagie nicht mehr viel entgegensetzen konnten. Viele Feuermagier wurden getötet. Und die, die das Fiasko überlebten, flohen in die Wälder. Gab's nicht auch Ork-Schamanen, die Magie eingesetzt haben? Und hatten die nicht auch Runen? Was ist denn mit denen denn? Was wirst du nun tun? Ich werde hier in Reddock bleiben und die alten Schriften unserer Vorfahren studieren. Legenden besagen, dass das alte Volk eine eigene Art der Magie besessen hat. Sie war völlig losgelöst von Hilfsmitteln wie unseren Runen, von denen wir unsere Macht bezogen. Erzähl mir mehr über die Magie des alten Volkes. Sicher ist nur, dass es das alte Volk gegeben hat. Und man ihre alten Artefakte in ihren Ruinen auch heute noch überall finden kann.
Der einzige Weg, mehr über ihre Magie zu erfahren, ist, die Geheimnisse dieser Ruinen zu lüften. Alle überlebenden Feuermagier untersuchen das alte Wissen. Mhm. Erzähl mir etwas über Alchemie. Es ist die einzige Möglichkeit, sich ohne die Magie zu heilen und zu stärken. Ich bin kein Experte, jedoch reichen meine Fähigkeiten aus, Redok mit dem Nötigsten zu versorgen. Warum leuchtet der Kerl eigentlich alles so? Das sieht aus wie so ein ganz schlechter Blumeneffekt. Erzähl mir mehr über die Artefakte des alten Volkes. Die Orks sind wie besessen auf der Suche nach diesen wertvollen Relikten. Jeder Händler im Land weiß das und wird dir einen entsprechend hohen Preis dafür bieten. Viele Artefakte sind auch für uns Magier von hohem Wert, so wie die Feuerkelche zum Beispiel. Was ist an den Feuerkelchen so Besonderes? Die Feuerkelche sind uralt und gelten als verschollen schon seit vielen Jahren. Es heißt, dass sie mächtige magische Fähigkeiten besitzen. Aber ich bin kein Experte. Wenn du einen Feuerkelch finden solltest, dann bringe ihn zu meinen Ordensbrüdern nach Nordmar. Sie werden dir mehr darüber sagen können als ich. Mhm. Oh, ich glaube, die sind in der ganzen Welt verstreut. Lehre mich dein Wissen über Alchemie. Das werde ich gerne tun. Ich habe nur leider gerade nicht genug Zutaten da, um es dir zu zeigen. Wenn du mir 10 Heilpflanzen besorgen kannst, teile ich mein Wissen mit dir. Ja, aber ich wollte doch eigentlich Heiltränke machen. Ich besorg dir Heilpflanzen. Diese Pflanzen wachsen fast überall. Ich denke, es wird kein Problem für dich sein, sie zu finden. Alles klar. Hier hast du 10 Heilpflanzen. Prima. Yay. Jetzt kann ich mein Wissen mit dir teilen. Was kann man denn da so lernen? Bring mir was über Alchemie bei. Aha. Feuerpfeile herstellen. Mana-Tränke, Perma... Oh. Zurück? Will nicht. Bring mir etwas über alte Magie bei. Altes Wissen. Ich will schneller lernen. Schneller lernen? Heißt, man kriegt mehr Erfahrungspunkte oder was? Wie können Roben mich besser schützen? Ich will den Stabkampf lernen. Ich will besser den Umgang mit dem Stab. Der magische Stäbe. Hä? Zeig mir deine Ware. Ware ist besser. Jetzt müsst ihr ja 10-mal... Das wäre jetzt echt ein bisschen lustig. Ach ja. 10-mal Heilpflanzen müsst ihr jetzt haben. Oh, wie viel Gold die alle haben? Schweine. Nee, also Mana-Trank, Wein. Ach, gegen Krankheiten. Ach, geht das auch gegen... Nee, hat sich gerade selbst beantwortet. Die Frage geht nicht. Es stinkt fürchterlich. Ist nice. Zauberwurzel, Morgentau, leeres Fläschchen, Münze. Ach, das sind Rezepte. Ha! 5000. Haha. Naja, gut. Bolzen und Armbrust, ne? Ja, nee, dann machen wir ja einfach mal nichts mehr. Ich würde ja zu gern die Kisten öffnen, aber ich habe das früher mal gemacht und dann gab das immer Stress, weil dann hieß es, irgendjemand hat dir was geklaut. Und das war dann ein bisschen doof, ne? Vielleicht beklaue ich einfach lieber die Orks, das ist ein bisschen... Mann, was willst du? ...sicherer. Ich will dein Pult lesen, bleib doch einfach liegen. Das kenne ich schon. Ja, alles klar. Marlo. Willkommen, Fremder. Was kann ich für dich tun? Brauchst du Nahrung, Kleidung oder vielleicht einen starken Schluck aus der Schnapsflasche? Marlo verkauft dir alles, was du hier an der Küste brauchst. Ja, das glaube ich. Wer bist du? Ja, ich glaube Marlo, oder? Wer bist du? Ich bin Marlo. Ich bin der beste Händler hier an der Küste, von Ardea bis Kap Dun. Was mich vor allem interessiert, sind Wertsachen. Silber, Gold, Edelsteine, ich nehme alles. Was machst du mit dem Kram? Ich kenne Wege, das Zeug in blanke Münzen zu verwandeln, und die brauchen wir. Du unterstützt also eine gute Sache, wenn du mir das Zeug bringst. Woher kriegst du deine Ware? Wir haben Leute in den Städten, die sich um Nachschub kümmern. Wenn du uns erstmal ein paar Wertsachen besorgt hast, werden sie sich dir zu erkennen geben. Wo gibt's hier an der Küste was zu holen? Ich kann dir ein paar Infos geben, allerdings nicht umsonst. Ja, super. Na komm. Was gibt's in Kap Dun? Dieser dicke Alchemist in Kap Dun hat eine Truhe, wo er sein Zeug aufbewahrt. Die Orks bezahlen ihn mit der Beute aus ihrem Kriegszug. Da sollte was zu holen sein. Er ist so ein bisschen so ein Langfinger, kann das sein? Oh, es ist gleich eine Heilige Wurst. Das war Diablo 1, ich hab's ganz genau gehört.
Wo gibt's hier an der Küste? Ich kann ja... Ja, nicht umsonst. Ja, gut. Was gibt es in der Wildnis der Küstenregion? Die Gegend hier wird vornehmlich von Banditen beherrscht. Der Boss dieser Bande heißt Ortega. Er sammelt seine Beute in seiner Höhle irgendwo im Norden. Wenn es was an der Küste zu holen gibt, dann dort. Da war ich damals, glaube ich, Ortega. Das war so verbuggt. Zeig mir deine Ware. Aha. Ah ja, komm. Dietrike. Dietrike Brockenweir. Bolzen, Spitzhacke. Braucht man das? Nee. Was ist das denn? Leere Flasche. Die kann man für irgendwas gebrauchen, oder? Was ist das? Teleport nach Ardea. Alles klar. Nö. Also so ein Graffel hier hebe ich erstmal auf. Für den Fall, das kann man ja vielleicht brauchen. Was ist das denn wert? 10. Ja, ich glaube, ich werde durchaus so in Richtung Dieb gehen. Hehe. Also wie immer. Na gut, dann ist die Folge schon wieder vorbei. Ja, ich lasse die Leute auch immer ausreden, weil erstens mal kenne ich die meisten Gespräche nicht oder nicht mehr. Und ja, ich denke mal, das könnte auch für euch noch einigermaßen interessant sein. Aber auf jeden Fall kenne ich sie nicht. Ich muss ja auch wissen, worum es geht. Also, spikern und dann sehen wir mal weiter, dass wir die Höhle noch gleich weiter erforschen. Bis dann!